Ja, ich sehe das heute mal ein bisschen anders als Trainer Friedhelm Funkel, der gesagt hat, dass beide Mannschaften sich vor der Pause neutralisiert hätten und dass es nichts mit damit zu tun hatte, dass Fortuna nicht zwingend genug gewesen sei, dass diese erste Hälfte so unansehnlich war. Natürlich, mit dem Neutralisieren liegt er natürlich ein Stück weit richtig, er ist ja auch ein absoluter Fußballfachmann, aber Fortuna war nicht zwingend genug, Fortuna war nicht engagiert genug, sie hat diese erste Halbzeit vollkommen hergeschenkt. Das war einfach nicht genug und das hat zum Glück Michael Rensing gerade in seiner Analyse auch angesprochen. Da stimmt es einfach nicht, da hat man es den Fürthern hier ganz bestimmt kein starkes Spiel gemacht, hat viel zu leicht gemacht. Und wenn man dann so ein dämliches Tor vor der Pause kassiert, dann läuft man dem eine ganze Halbzeit hinterher. Dafür, dass man in der zweiten Halbzeit jetzt dominant war, dass man den Ausgleich auf dem Fuß hat, da kann man sich rein gar nichts verkaufen. Natürlich war die zweite Halbzeit okay, natürlich kann man da so spielen, wenn man über 90 Minuten so spielt, dann denke ich, geht das Spiel auch nicht verloren. Und deswegen ist das hier eine richtig, richtig ärgerliche, aber vollkommen überflüssige Niederlage.